Hallo meine Lieben, heute mal aus einem ganz anderen Blickwinkel bei mir. Ihr sitzt bei mir mit dem Auto, anschnallen. Ich dachte, ich vlogge mal eine Runde für euch. Mal gucken, wie das wird. Mal gucken, wie ihr das findet. Bin ich echt neugierig drauf. Ja, ihr seht, ich bin alleine im Auto. Also ist keiner da. Ich stehe noch auf meinem Parkplatz. Und ich werde jetzt gleich losfahren. Ich fahre jetzt knapp eine Dreiviertelstunde bei dem Wetter. Wir haben sehr, sehr Regenwetter. Vielleicht sogar eine Stunde. In meine alte Heimat. Mein Neffe hat heute Geburtstag, der wird heute 6. Und ja, da muss man ja mal ein bisschen, ne? Da läuft gerade jemand. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich fahre trotzdem rum. Geschenk hat er eigentlich schon da, aber wie die Tante so ist, sie kann es nicht lassen. Ihr seht, da sind Luftballons, da sind 6 Luftballons drin, weil er 6 wird. Dann kriegt er von uns eine Feuerwehrmann Sam-DVD, weil er das total liebt und ein Minions. Besteck, Geschirr, um was zu naschen. Genau. Dort fahre ich jetzt hin. Bei meinem Neffen drehe ich nicht. Vielleicht einmal kurz dort, wenn ich angekommen bin, wenn ich noch alleine bin, aber nicht die Kinder und auch nicht meine Eltern oder meine Schwester oder so. Weil das muss nicht sein. Ich weiß, meine Eltern würden es eh nicht wollen. Und genau. Füchsi, guck mal, ich habe die Haare gemacht. Ich habe es mich getraut. Du weißt, was ich meine? Ich bin gespannt. Ja, ich würde sagen, dann fahre ich jetzt los. Es ist pottenwarm hier im Auto. Ich glaube, ich ziehe noch Jacke aus. Da kommen gleich wieder Leute. Mann, ist hier. Sind hier heute Leute unterwegs und das trotz Regen. Ja, ich fahre jetzt los. Falls ich noch an eine Tankstelle ranfahre, weil ich müsste eigentlich tanken. Aber ich glaube, ich fahre ran und gucke erstmal den Preisen. Abends sind die günstiger. Hier, jedenfalls bei uns. Ist es bei euch auch so? Dann drehe ich natürlich dort noch mal einen kleinen Augenblick für euch und dann, ja, mal gucken. Also, ich weiß noch nicht genau, wie dieser Vlog wird, wie es überhaupt läuft. Ich habe noch keine Ahnung. Das ist der erste Vlog für mich. Ich werde ganz skeptisch gerade von vorne angeguckt. Vor mir laufen gerade die Leute, wo ich ihm sagte, man laufen hier viele und die gucken. Die sind da jetzt stehen geblieben und gucken komisch und schütteln mit dem Kopf. Genial. Naja, ich bin ja freundlich. Lächeln wir mal. Winken kann ich jetzt nicht, dann fallt ihr runter. Okay, ich würde sagen, ich fahre jetzt los. Und ja, dann würde ich sagen, gucke ich nachher, sehen wir uns nachher bestimmt nochmal wieder. Ach, habe ich euch erzählt, ich habe mein neues Autoradio gekauft. Wollt ihr das mal sehen? Aber ignoriert den Staub, ich muss unbedingt Staub wischen. Gucken wir mal. Nee, das ist noch nicht. Da unten. Mein neues Autoradio an. Ist total toll. Total toll. Man hat ganz viele Funktionen und ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Es war keine Anleitung dabei. Und beim Einbau haben wir festgestellt, der Kabelbaum meines Autos ist total für den Allerwertesten. Und ich bzw. mein Mann müssen jetzt einen Kabelbaum verlegen. Also ich nicht, ich kann es nicht. Ich kann zwar Anleitung geben und ein bisschen mithelfen, aber komplett könnte ich es nicht. Aber ich darf jetzt alles neu verlegen, bzw. mein Mann, weil ich habe kein Radio, da er kein Memory hat. Kein Radio, die Ordnerfunktion haut nicht hin. Ich lege euch mal wieder aufs Lenkrad ab. Ja, dann habe ich kein CD-Fach mehr, hat nur noch Speicherkarte oder USB-Stick. Die Memory-Funktion haut nicht hin und Autoradio da, mich mega gefreut, eingebaut. Okay, aber naja, das mal so nebenbei. So, bevor ich euch jetzt noch weiter voll quatsche, weil ich wollte den ersten Vlog auch nicht zu lang werden lassen, denke ich mal, beenden wir den erstmal hier. Und ich fahre jetzt los, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber sonst komme ich heute gar nicht mehr an. Dann denkt er, ich komme nicht mehr. Und da wäre mein kleiner Charlie traurig. Also er heißt nicht Charlie. Ich bin auch die Einzige, die ihn Charlie nennen darf. Ich habe ihn von Anfang an, von der Geburt auf an, immer Charlie genannt. Und er ist auch der Einzige, der mich Zicklein nennen darf. Was er meistens auch macht. Oder Hexe, weil ich ihn dann ärgere. Und naja, ist halt mein Neffe und ich bin halt seine Tante. Ja, ich behaupte immer, es ist mein verlorener Sohn. Deswegen, ich glaube, er wäre richtig enttäuscht, wenn ich jetzt nicht gekommen wäre. Ich hatte eigentlich schon abgesagt wegen dem Wetter und weil bei uns nicht alle fit sind. Aber ich habe jetzt gesagt, ist egal, ich fahre trotzdem los, wenigstens zum Kaffee. Und ja, jetzt fahren wir auch mal los. So, bevor mich jetzt die nächsten Leute komisch angucken, mache ich jetzt erstmal hier einen Cut und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dann. So, meine Lieben, da bin ich wieder mit dem nächsten Stück. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich bin jetzt an der Tankstelle angekommen. Jetzt habe ich noch ungefähr 20 Minuten Fahrt vor mir. Mache nur kurze Kaffeepause und dann geht es schon weiter. Also ihr seht, das Wetter ist
Ich muss euch mal kurz in die Hand nehmen. Ihr seht, das Wetter ist immer noch nicht besser als bei mir. Und ich wollte euch nur einen kurzen Zwischenbericht geben. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mich hören gerade. Ich würde auch sagen, ich quatsche jetzt hier auch gar nicht lange mit euch, weil es ist gerade doch recht laut. Und ich denke mal, ihr hört mich eh kaum. Und dann würde ich sagen, melde ich mich nochmal bei euch, wenn ich angekommen bin. Und dann, na gut, ich sage jetzt wieder bis später. Für euch ist es einfach nur ein Augenzwinkern. Irgendwas flattert hier bei mir. Habt ihr das gesehen? Und dann würde ich sagen, bis später. So, meine Lieben, da bin ich wieder mit dem dritten Teil. Ihr seht, alles grün. Also ihr seht, ich bin jetzt auf dem Land angekommen. Ich bin angekommen, ich muss jetzt nur noch auf dem Hof rauffahren. Jetzt muss ich bloß einmal aufpassen. Habe ich extra gesagt, einmal weg, ich drehe. Also ihr seht, hat es gegossen, hier ist es nass, hier ist es modrig. Aber das hält uns nicht von am Feiern ab. Und ja, ich werde schon beguckt. Mein Neffe steht schon da und wartet, dass ich am Hof komme. Oh ja, jetzt wisst ihr es, ich rauche. Mehr oder weniger, meistens zu Hause gar nicht mehr. Da habe ich dann eine E-Zigarette und auch nur draußen. Also braucht ihr jetzt keine Standkampagnen machen und sonstiges, weil es ist jeden Standkampagnen. Ah, ihr wisst, was ich meine. Es ist jedem seine Sache und ich habe schon so oft aufgehört und wieder angefangen und aufgehört und wieder angefangen. Irgendwann höre ich wieder auf und dann hoffe ich mal, dass ich nicht wieder anfange. Und wie gesagt, zu Hause nur E-Zigarette, von daher und auch nur draußen. Und wenn die Kinder dabei sind, gar nicht. Genau, also ihr seht, es ist Macht der Gewohnheit. Es ist ziemlich verwildert hinter mir. Das liegt aber an dem Bürgermeister dieses Ortes. Da wollen wir uns jetzt auch nicht weiter drüber auslassen. Aber müde bin ich, glaubt ihr gar nicht, durch dem Scheißwetter. Ich hab dicke Augen. Naja, hört ja gleich wieder auf. Es kommt jetzt, weil ich keine Brille auf hatte beim Autofahren. Ich habe sie zwar mit, aber dass das auf einmal schlagartig so abtrübt, konnte ich nicht ahnen. Ja. So, ich werde jetzt erwartet. Es gibt jetzt Kaffee und Kuchen. Geschenke. 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 Könnt ihr was sehen? Geschenke. Und ich würde sagen, mal gucken, ob ich jetzt hier beende, weiß ich noch nicht. Oder ob ich euch heute auf dem Rückfahrt nochmal mitnehme. Weil ich kann euch noch nicht sagen, was ich jetzt noch mache heute Abend. Weil mein bester Freund zum Beispiel wohnt hier auch auf dem Ende. Und ein anderer Bekannter auch und so. Vielleicht versuche ich die nochmal, aber das weiß ich noch nicht. Hoch. Und dann würde ich sagen, falls ich es beende, sage ich euch nachher nochmal Tschüss, sonst drehe ich weiter und wir sehen uns dann, ne? Bis dann! So, meine Lieben, da bin ich nochmal. Ich habe euch ja gesagt, ich melde mich wahrscheinlich nochmal zurück. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Also ich stehe gerade noch auf dem Parkplatz, weil es ist draußen doch echt windig geworden. Und zum Glück regnet es gerade wieder nicht. Unterwegs hat es ordentlich geregnet. Ja, der Kindergeburtstag war sehr schön. Mein Neffe hat einige schöne Sachen bekommen und hat sich sehr gefreut darüber. Ja, sonst ist mir heute auch nichts. Nö, sonst ist mir auch nichts Aufregendes passiert. Ich würde sagen, für den ersten Vlog-Versuch reicht das Video auch und ich schneide das dann jetzt zu Hause zusammen. Und denke mal, ich lade euch das im Laufe der Woche hoch. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wann es kommt. Werdet ihr sehen. Und dann, genau. Und dann könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das fandet. Ob ihr sowas vielleicht ab und zu mal sehen wollt, auch wenn wir so unterwegs sind oder so. Ja, oder mal gucken. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich fand es sehr interessant. Vor allen Dingen die Blicke der Leute. Es glaubt ihr gar nicht, wie man angeguckt wird dabei, wenn man ins Handy reinredet. Aber ja, es ist sehr amüsant, sagen wir es mal so. So, dann würde ich sagen, sage ich euch jetzt auch Tschüss, weil das ist schon 8:30 und ja, meine Mädels sind bestimmt noch wach und warten auf die Mama zum Gute-Nacht-Sagen. Und ich möchte jetzt zusehen, dass ich nach Hause reinkomme und den beiden Gute-Nacht sagen kann und die große Schale Erdbeeren von Oma noch geben kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!